Servus und willkommen zu Forsim 1 gegen 1. Auf Liegeplätze heißt es heute. Team 1 mit Barzenschwein gegen Team 2 mit Scattershot. Ich wünsche euch viel Spaß beim Game. So, und hier wären wir auch in-game. Wir sind links mit dem Barzenschwein und die Magiesuppe ist rechts mit Scattershot. Das ist der gute Kollege, der uns auf Pillars, also auf Pfähle, mit Scattershot, als wir Moonshine gespielt haben, ich verlinke das Ganze hier oben nochmal, das Leben einfach zur Hölle gemacht hat. Und er wollte ein Rematch. Klar, kriegt er. Aber nicht im Ranked. Ist es im Ranked immer ein bisschen schwierig zu organisieren. Und ja, deswegen hier in der 1 gegen 1 Lobby bekommt er sein Rematch. Und wir gehen mal ins Game. Bei uns die dritte Mine. Vierte Mine, zweite Windturbine und wir verkaufen den äußeren Kranz, haben hier innenliegende Boxen gebaut und die Werkstatt kommt. Jetzt wird auf die die Batterie kommt und jetzt sparen wir auf die Werkstatt. So rum. Und da ist er. Bei der Magiesuppe wiederum ebenfalls vier Minen. Jetzt kommt erst die Windturbine und ganz klar erst Scattershot. Das heißt, hier kommt die Werkstatt. Er will Buzzsaws haben. Kann ich verstehen, die Dinger sind einfach nur übel. Einfach nur extrem übel. Bei uns kommt hier die fünfte Mine. Wir machen die Connection nach oben und hier kommt die erste Buzzsaw bei dem Kollegen. Und ich habe mich erinnert, dass er beim letzten Game Scattershot gespielt hat. Und ich habe befürchtet, dass er das Ganze nochmal macht. Allerdings ist mir diese Sorge erstmal so, ja, mein Gott, dann spielt er halt Scattershot, da muss ich auf die 20mm achten. Und dann ist mir aufgefallen, scheiße, du hast hier überall nur Holz, du brauchst ganz schnell Metall. Ich verkaufe die, dass ich hier eine gerade Fläche kriege und vor allen Dingen, dass ich hier unten schnell zukriege. Weil seine Buzzsaw ist fertig und wenn er hier nicht träumen würde, hätte er schon längst hier unten reinhacken können und die beiden Windturbinen wären futsch, im schlechtesten Fall sogar die Tech. Aber er baut hier seine fünfte Mine, ist mit seinen Lagern beschäftigt und gibt uns Gott sei Dank die Zeit, die wir brauchen, um hier Metall einzuziehen. Die Buzzsaw ist immer noch nicht frei und hier kommt ein kleiner Gunner-Schnuddel. Er hat sich wahrscheinlich auch gemerkt, dass wir gerne Mörser spielen und wisst ihr was? 1, 2, 3 kleine Mörser. Ich glaube, er wusste, was wir vorhaben. Und ja, drei kleine Gunner gegen drei kleine Mörser. Hier kommt die sechste Mine. Und hier der erste Schuss mit der Buzzsaw viel zu hoch. Und mit dem 5-Schuss und dem Doppelschuss-Sniper war mir klar, es ist wieder Scattershot. Die Mörser werden auch instant verkauft, weil dieser Gunner-Schnuddel, ich habe sie nicht gesehen, die guten Kollegen, weil die sind alle so geplaced, dass es nichts rausguckt. Aber ich konnte es mir denken. Hier ist Metall nach unten gezogen, hier noch eine Lage eingezogen. Hier hat er Gott sei Dank verzogen, kriegt nur eine Windturbine weg, kann ich mit leben. Und hier ist unsere eigene Buzzsaw, weil ich will das da unten wegkriegen. Und währenddessen läuft hier bei unserem Kollegen die T2. Davon sind wir noch ein bisschen entfernt, dafür sind wir erstmal Buzzsaw sicher und haben eine Mine mehr, weil er hat nur 5. Wir laufen auf 6. Und jetzt kommt bei ihm auch die sechste. Ich wollte gerade sagen, er kann den Spot ja noch für Nukes reservieren, aber hier kommt die Mine. Und wir nehmen den siebten Spot hier oben, nicht für eine Mine, sondern für den Schwammraketenwerfer und wollen unseren Kollegen hier damit maximal nerven. Die Buzzsaw schneidet rein, seine Buzzsaw und die Gunner weggeschnitten. Das mit der Buzzsaw war nicht beabsichtigt. Ich wollte eigentlich schon die Gunner weg haben, aber die Buzzsaw nehme ich an. Wir haben hier oben noch einen Sniper mit einer kleinen Tür, sind in der Tech behind und schießen hier auf den Sandsack. Währenddessen hat die Magiesuppe hier oben schon mal den ersten Spot vorbereitet für eine 20mm, weil das ist das, was Scattershot spielen will, weil mit der aktiven hat ihr so ein schönes konzentriertes Trommelfeuer. Und hier ist die erste 20mm. Mir ist nicht aufgefallen, dass er die geplaced hat, da habe ich geschlafen. Aber
der Spot hier ist halt sehr verräterisch, weil entweder baut man die schweren Waffen hier hinten rein oder über diese kleine Insel. Und da über dieser kleinen Insel eben nichts war, sondern da hinten war mir klar, dass hier die Waffen drin hängen. Mit den Schaumraketen hier unten Richtung Turbinen geaimt. Und wenn ich mir den Aufbau hier angucke, hier gibt es eine signifikante Schwachstelle. Das ist diese Strebe hier unten. Wenn die reißt, ist hier oben alles Geschichte. Da hat er in Konstruktionsfehler und hier schön reingeschnitten, über den Sandsack die Windturbine rausgeholt. Und wie gesagt, wir wollen ihn damit maximal nerven. Und ja, es kommt ein bisschen Defense vor den Chor, weil ja, der Aufbau da oben ist schon ein bisschen auffällig. Und wir wissen, dass wir langsam sind, von daher vollkommen in Ordnung. Ja, der Woodspam kam zu spät. Die 20mm ist ready, hat eine Tür. Und ich denke mal, die aktive von ihm ist auch schon aufgeladen. Ist ausgewählt. Und ja, hier läuft die aktive und hier schön konzentriertes Trommelfeuer. Hier Richtung Chor. Ja, ist ein guter Spot, aber noch zu wenig Durchschlag. Hier läuft unsere Buzzsaw. Hier oben kommt ein Energieschild, weil ich habe keine Lust, dass er mir das da oben wegsnipt. Und wie gesagt, mit der Buzzsaw will ich diesen Punkt hier treffen. Diese Strebe muss fallen, um alles loszuwerden. Und jetzt war es wirklich Präzisionsschießen angesagt, weil da muss ich treffen. Ich habe einen Versuch und der reicht mir auch. Hier geht die 20mm und ich bin wieder vollkommen im Spiel rehabilitiert, weil hier unten kann ich ihn mit der Windenergie sabotieren, die bei uns stabil läuft. Seine schweren Waffen sind hinüber. Und rein von der Wirtschaft her laufen wir beide auf 6 Minen, aber meine Windenergie ist effizienter, mein DPS ist höher und hier kommt die Tech. Allerdings, dieser eine Schnitt hier oben rein, ich hatte wirklich nur einen Versuch, weil wenn er nicht geklappt hätte, wäre er wahrscheinlich nach vorne gebaut ein bisschen oder hätte Stahl eingezogen und dann wäre hier Schicht im Schacht gewesen. Und ihr seht, er hat wieder so eine kleine Kiste, wo er hier seine 20mm drauf baut, mit demselben Aufbau. Das heißt, hier unten ist wieder der Schwachpunkt. Es kommen zwei Türen rein. Ich hätte hier unten die 20mm direkt gebaut, mit einem großen Spot hier raus. Aber... Und hier wieder unten reingecuttet, aber es bricht nicht, es fällt nicht. Er konnte es fangen. Jetzt ist es halt für mich sauschwer hier reinzukommen, weil... Ich habe jetzt hier noch einen kleineren Winkel und hier ist kommt Metall. Das heißt, mit der Buzzsaw kann ich knicken, da noch was zu reißen. Ja, auf die Tür getroffen. Also, hier reinzutreffen mit der Buzzsaw, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Zumal jetzt noch ein Gunner im Weg hockt. Also, schlimm, schlimm, schlimm. Wir bauen hier unten noch eine Buzzsaw, unsere T2 ist gleich durch. Hier oben kommt noch ein weiterer Sniper, haben ein paar extra Türen eingebaut und wieder die Windenergie sabotieren. Und hier hinten laufen auch nochmal zwei Windturbinen und hier oben kann rein theoretisch eine schwere Waffe platziert werden. Ich verkaufe den Sniper, weil ich habe den zweiten hier oben und nehme diesen Spot für meine Kanone, weil da sind schon drei Tore. Was soll ich mir die Mühe machen und hier hinten groß aufbauen? Jetzt hier oben reingeaimt, einfach um ihn zu ärgern. Nochmal unten reingeschnitten. Es hat nicht gereicht. Das hängt zwar ein bisschen krude, aber wir hätten Scattershot sein müssen, damit das da fällt. Und hier die 20mm ist wieder ready. Brennt ein bisschen, kein signifikanter, tragischer Schaden. Und hier, ja, es fällt nicht. Das hängt wirklich noch. Ärgerlich. Ansonsten, die 20mm von ihm ist ready. Ich denke mal, seine aktive auch. Er wird hier nirgendwo mit einer durchkommen. Aber man kann es probieren. Mehr als probieren kann das nicht. Und hier, ja, er haut zwei Tore durch. Ist ärgerlich, ist teuer, aber mehr Damage konnte er auch mit der 21mm nicht rausholen. Er muss hier wirklich seinen DPS erhöhen. Hier nochmal mit den Schaumraketen Richtung 20mm geaimt.
und hier unten mit der Buzzer die Gunner und die Windturbine weggeschnitten. Ich warte hier, dass meine Kanone ready wird. Und hier oben ist der nächste Spot, den ich aufbaue. Da ich die großen Tore gewählt habe, will ich hier oben eine 20 mm, weil ich liebe es, wenn die aktive vom Warzenschwein läuft und so eine 20 mm mit dem Bonus Damage einfach brachial da reinhält. Und hier nochmal schön teuer das Energieschild weggezogen. Ja, deswegen die Schaumraketen, die sind super nervig. Gerade wenn es so darum geht, die Energieproduktion zu sabotieren. Und hier mit der aktiven Richtung Chor geschossen für den Bonus Damage. Und mit dem Sniper die 20 mm ins Visier geholt. Hat entgelangt. Er ebenfalls mit der aktiven nach uns geschossen. Hat wieder hier ein paar Tore durchgehauen, aber nicht weiter vorgedrungen. Wenn er eine zweite kriegt, haben wir ein Problem. Dann wird es hässlich. Aber noch haben wir nur eine 20 mm und die qualmt ein bisschen. Über den zweiten Sniper hier nochmal eingeaimt auf die Energieproduktion. Die Buzzer hat die Gunner weggeschnitten und wieder verabschieden sich ein paar Windturbinen. Kanone ausgewählt und hier unten präzise wieder die kleine Strebe getroffen. Und die 20 mm ist Geschichte. Und jetzt sieht es echt duster aus. Wir haben die Kanone ready, die Buzzer, zwei Sniper, den Schaumraketenwerfer und die 20 mm. Jetzt muss euch was einfallen lassen. Und das ganze Dilemma ist nur aufgrund dieses Konstruktionsfehlers. Und hier den Sniper verloren, die Windturbinen unten brennen. Ah, das ist echt nicht schön. Richtung Chor geaimt, auch ordentlich freigelegt. Jetzt hätte ich gerne ein Follow-up, aber die 20 mm ist nicht ready, also wieder unten auf die Windenergie. Wir sabotieren ihn, was das angeht, maximal. Und ja, der Gunner verabschiedet sich, er ist waffenlos und wir erweitern uns hier munter. Hier kommt das Upgrade Center, damit das auch irgendwann ein Nuke wird und hier mit der Kanone nochmal Richtung Chor geaimt. Wir haben auch schon schwarzen Rauch und hier den Aufbau mit den Toren einfach abgesägt. Nochmal Richtung Windenergie geaimt und hier unsere 20 mm ist ready. Wieder sabotiert, wieder eine Windturbine rausgenommen und jetzt hier die 20 mm schickt den ersten Gruß, weicht das Ganze für die Kanone auf und jetzt müsste die aktive kommen mit der Kanone als Follow-up, aber ihr seht, mir fehlt einfach die Energie dafür. Die Magiesuppe wiederum wieder hier die Tore gesetzt und gerade dann hier oben abgesägt. Das ist sauteuer. Und so kann ich ihn weiter klein halten. Er hat keine Energie. Und auch wenn er hier jetzt ein Energietor einzieht, dann hacke ich da einfach wieder rein mit meinen Schaumraketen. Jetzt mit der aktiven, die 20 mm, und ihr seht, schöne Zerstörung. Kanone ausgewählt, Richtung Chor und GG. Hier haben wir diesen Konstruktionsfehler hier oben zweimal für uns ausgenutzt und ich würde sagen, er muss das irgendwie anders da machen. Hätte die 20 mm einfach hier drauf geplaced, wäre alles gut gewesen. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, über ein Like, Kommentar oder Abo würde ich mich freuen. Ansonsten genießt die schönen Herbsttage noch, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!